Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen beim zweiten Teil meiner Neuzugänge aus dem Februar 2018. Und ich hatte es im ersten Teil schon erzählt, dass über 20 Bücher bei mir eingezogen sind und ich deswegen die Neuzugänge ein bisschen gesplittet habe, um eben einfach auf jedes Buch so ein bisschen einzugehen, warum es bei mir eingezogen ist, was mich angesprochen hat und Ähnlichem. Und ihr seht jetzt im zweiten Teil 10 Bücher, beziehungsweise eigentlich sind es 12 Bücher, weil eine Trilogie bei mir komplett eingezogen ist, wo ich aber persönlich eben nur den ersten Teil auf den Sub werte. Ja, das mag für manche keinen Sinn machen, für mich schon, weil wenn mir der erste nicht gefällt, dann würde ich ja auch nicht weiterlesen. Und ich erzähle euch dann auch gleich, warum da eine Trilogie bei mir eingezogen ist und warum dann auch nur der erste Teil bei mir zählt. Aber dazu dann einfach später. Ich denke, wir starten einfach mit den Büchern. Wer den ersten Teil noch nicht gesehen habt, ihr findet ihn natürlich unten in der Infobox. Ihr könnt das aber natürlich jetzt so nacheinander angucken. Die Reihenfolge ist da ja eher relativ. Meine Neuzugänge schreibe ich ja im Grunde in etwa so auf, wie sie bei mir eingegangen sind. Und gerade im ersten Teil waren ja viele Tauschbücher dabei. Da findet sich, glaube ich, jetzt im zweiten Teil überhaupt nichts mehr wieder, weil dann ab Mitte Februar gefühlt dann eben auch keine Bücher mehr eingezogen sind. Aber als erstes sozusagen jetzt im zweiten Video ist bei mir eingezogen Marthas Mission von Carrie Drury. Hier ist der zweite Teil dieser Martha-Reihe, wo im letzten Jahr Marthas Widerstand herausgekommen ist. Das ist bei mir jetzt auch wieder als E-Book eingezogen, ähnlich wie der erste Teil. Und im ersten Teil ging es ja darum, dass wir eben Martha begleiten, die scheinbar etwas getan hat, im Gefängnis landet, hier in einer Zukunftsvision unserer Zeit sozusagen unterwegs ist und hier eben Leute darüber abstimmen, wie das Gerichtsurteil ausfällt. Und man kommt da so von Zelle in Zelle zur nächsten Zelle und dann, glaube ich, in der siebten Zelle am Ende gibt es dann eben die Möglichkeit für die Zuschauer anzurufen und einen eben für schuldig oder unschuldig zu erklären. Und Martha stellt dieses System so gefühlt ein wenig auf den Kopf und das fand ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Mir hat der erste Teil sehr gut gefallen. Ich fand die Welt spannend. Ich mochte Martha von ihren Gedankengängen her sehr gerne und bin mega gespannt, was mich jetzt im zweiten Teil erwartet. Ich habe den ersten damals ja gelesen in der Annahme, es ist ein Einzelband und war dann total genervt davon, dass es einen ganz bösen Cliffhanger hatte am Ende und bin jetzt gespannt, wie es mit dem zweiten auf jeden Fall weitergeht. Dann gab es das neue Buch von Michelle Schrenk, welches irgendwie um Valentinstag erschienen ist, Liebe und andere Unwahrscheinlichkeiten. Ich habe mir das für den Angebotspreis von 99 Cent damals geholt, also so um den 14. Ich weiß jetzt nicht, ob der 1-Euro-Preis noch gilt oder ob es aktuell einen anderen gibt. Das könnt ihr am besten einfach selbst nachgucken. Und wir haben hier eine Kurzgeschichte mit knapp so 120, 130 Seiten, die sich so ein bisschen in die Reihe von Michelle Schrenk einreiht, wo es eben so ein bisschen einfach um das Leben geht, um Liebe geht, um Gefühle geht, Emotionen und eben um Menschen, denen allerlei Dinge passieren, ja, von denen eigentlich die Wahrscheinlichkeit sehr gering war. Und die Geschichte hatte mir, also mich sprechen alle Bücher von Michelle Schrenk immer sehr an. Auch wenn sie manchmal schon sehr kitschig sind, mag ich den Kitsch von Michelle Schrenk immer sehr, sehr gerne, weil sie für mich gerade so die Form hat, die ich wirklich schön finde. Nicht zu drüber, nicht drunter, sondern gerade perfekt für mich. Und dementsprechend musste natürlich das Buch mit diesem wunderschönen Cover auch bei mir einziehen und wurde auch ziemlich gleich in dieser Woche, glaube ich, gelesen, weil so eine kurze Geschichte man natürlich gefühlt fast nebenbei liest mit ein bisschen was über 100 Seiten. Ich aber da wirklich 2 Stunden in der Geschichte meinen Spaß hatte und wirklich einen schönen Abend damit verbracht habe. Und es war halt ein neuer und der musste natürlich direkt bei mir einziehen. Dann hat die liebe Tanja von Berlin Books aussortiert und das sind jetzt die 3 Bücher, beziehungsweise theoretisch sind es 5 Bücher von der lieben Tanja, ihr Kanal natürlich unten mal in der Infobox. Und zwar ist ein Poznanski bei mir eingezogen und zwar Säkulum. Das ist ein Poznanski, den ich noch nicht kenne, ich kenne ja noch so einige nicht und da habe ich mich natürlich direkt gemeldet und gesagt, Tanja, den möchte ich bitte unbedingt haben und dann hat sie mir natürlich auch diesen Thriller danken
dankenswerterweise direkt mit zugeschickt mit den anderen Büchern. Denn es heißt hier so schön, du denkst, es ist eine harmlose Reise in die Vergangenheit, ein Spiel. Doch dann greift die Vergangenheit nach dir und gibt dich nicht mehr frei. Ist tatsächlich ein uralter Fluch wiedererwacht. Und seit dem letzten Jahr, seit Erebos, Aquila und der verratenen Reihe Anfang des Jahres, bin ich ja ein Fan von Ursula Poznanski und möchte Säkulum dementsprechend auch lesen. Ich möchte tatsächlich versuchen, das sogar noch vor der Buchmesse zu lesen, denn Ursula Poznanski wird auf der Buchmesse sein und vielleicht hole ich mir da eine kleine Signatur ab, würde ich mich natürlich mega drüber freuen. Es ist neben Fünf und Stimmen habe ich ja noch hier, ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Einzelband ist, ich glaube aber ja, sonst habe ich ja die anderen Bücher nicht als echtes Buch hier. Ich hatte Erebos und die verratene Trilogie ja von einer lieben Freundin ausgeliehen, Aquila hatte ich gehört. Und ja, vielleicht schaffe ich es tatsächlich, das noch vorher zu lesen und ich ja, mir dann eben eine Signatur zu holen. Würde mich auf jeden Fall freuen, sieht optisch auch echt cool aus. Ja, und freue ich mich auf jeden Fall aufs Lesen. Dann ist ja eben die besagte Trilogie bei mir eingezogen, die mir die liebe Tanja ja auch einfach so zur Verfügung gestellt hat, wofür ich wirklich sehr dankbar und happy bin. Und zwar Mystic City von Theo Lawrence. Es ist eben die Trilogie, ja, komplett bei mir eingezogen, wo eben gefühlt nur der erste Band, ich weiß gar nicht jetzt, welches der erste Band ist, ich glaube, das gefangene Herz müsste der erste sein, ich bin gerade nicht sicher. Ich weiß auch gar nicht, ob hier die Reihenfolgen so draufstehen, aber ich glaube tatsächlich, von der Optik müsste die Dame von der Seite der erste Band sein. Und ja, sie hat die Reihe, soweit ich weiß, auch gelesen und ich denke auch für gut befunden, sonst hätte sie, glaube ich, auch nicht alle drei Bände zu Hause. Aber manchmal ist es ja so, dass man eben einfach ausmistet. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe die Reihe tatsächlich schon länger im Auge. Ich habe auch den ersten Teil definitiv auf der Wunschliste gehabt. Und es geht hier eben um eine Stadt der Magie, Stadt der Liebe, Stadt der Gefahr. Hunter küsst mich leidenschaftlich. Der Lärm von Sirenen und Schüssen hallt an den Hauswänden wieder. Geh, Aria, bittet er mich. Geh, bevor sie hier sind. Aber schon höre ich Schritte hinter mir. Finger krallen sich in meine Arme und zerren mich davon. Ich liebe dich, sagt er sanft, und dann packen sie ihn. Aria liebt Hunter, aber das darf nicht sein, denn Arias Vater herrscht über Mystic City und Hunter ist ein Rebell. Ja, es klingt ein bisschen jugendlich, ja, es klingt vielleicht ein bisschen zu viel an Liebesgeschichte, dennoch irgendwie spricht mich diese Story unglaublich an und wenn man sich die wunderschönen Cover ansieht, ja, kann man auch eigentlich gar nichts ja, dagegen finden. Und das Schöne ist natürlich, wenn mich der erste Teil packt, dass ich dann direkt die Trilogie lesen kann. Da lohnt es sich doch dann theoretisch auch immer auf das Erscheinen der Trilogie zu warten, also auf den letzten Teil, was natürlich Verlagen nicht gefällt, aber in dem Fall ja, mir auf jeden Fall schon. Und dann ist ja auch noch von der lieben Tanja Young World bei mir eingezogen und zwar von Chris Weitz, die Clans von New York. Das war, glaube ich, vor ein, zwei Jahren mal so in aller Munde, weil das ja auch so ein apokalyptischer Endzeitroman ist und Chris Weitz ist ja der Regisseur von Twilight, was jetzt nicht unbedingt für ihn spricht, aber ja, es geht hier ein Überlebenskampf nach eigenen Regeln, ein unerbitterlicher Wettlauf gegen die Zeit. 5 Teenager auf einen Streifzug durch das untergegangene New York. Einer Welt ohne Erwachsene, einer Welt voller Gefahren. Und das klingt für mich eben nach wirklich einer sehr geilen endzeitapokalyptischen Story, die ich ja immer wieder sehr, sehr gern lese. Und ich bilde mir ein, dass Laura Newman damals, als die Reihe rauskam oder als der erste Teil rauskam, auch davon geschwärmt hat. Ich glaube, sie hat sich das in der Wildnis mal angehört als Hörbuch. Ich weiß gar nicht, ob das eine gekürzte Version war oder ja, warum ich dann tatsächlich nicht dazu gegriffen habe, weil ich glaube, ich hatte das auch eine ganze Zeit auf der Merkliste bei Audible und dann ist es halt irgendwie mal verschwunden. Und ja, ich bin mega gespannt und ja, freue mich da auf jeden Fall aufs Lesen. Ich glaube, da gibt es auch noch einen zweiten Teil, wenn ich mich nicht irre. Zumindest vom Cover könnte ich mich dran erinnern, dass es da einen zweiten Teil gibt. Und vielleicht kennt die Reihe jemand und berichtet da gerne ein bisschen in die Kommentare darüber, wie es ihm so gefallen hat. Dann ist, ja, im ersten Teil der Neuzugänge, habt ihr schon gesehen,
dass der zweite Teil bei mir eingezogen ist. Natürlich auch direkt der dritte Teil von Young Elites, diesmal als Hardcover bei mir eingezogen, weil mich Band 1 und 2 so begeistert haben, dass ich dachte, das könnte tatsächlich eine Lieblingsreihe werden oder ist das gefühlt ja im Grunde schon, weil Teil 1 und 2 wirklich Hammer waren. Und ich mir dann dachte, der dritte darf dann als Hardcover sozusagen auch im Regal einziehen. Die Herrschaft der Weißen Wölfin wurde mir vom Löwe Verlag zur Verfügung gestellt. Hier habe ich das Rezensionsexemplar bekommen und ich finde auch das dritte Cover mit am schönsten. Ich finde die Cover, also ich bin ja nicht der größte Coverkäufer, auch wenn man heute schon mal gehört hat, dass mir das Cover gut gefällt, aber ich finde die wirklich herausragend und sie passen so perfekt und zeigen eben Adelina mit ihrem weißen Haar und ich finde das einfach Hammer. Ich liebe die Cover. Und freue mich jetzt auch den dritten dann im März zu verschlingen. Und ich glaube so lange kann ich gefühlt gar nicht mehr warten. Aber gut, es ist ja schon bald März. Und freue mich da auf jeden Fall mega drauf. Und könnte mir auch wirklich vorstellen, dass diese Reihe irgendwann mal verfilmt wird. Ne? Ich kann mir das echt vorstellen, dass man so eine andersartige Protagonistin eben einfach hernimmt und die eben auch wunderbar rüberbringen kann. Ne? Also mit so viel Charakter und Willensstärke und diese magische Welt und dieses mittelalterliche Venedig-Setting. Also wirklich eine großartige Reihe und ich bin sehr gespannt, wie mir der dritte gefallen wird und ich hoffe, dass das ein geiler Abschluss wird der Trilogie. Ich finde ja persönlich schon schade, dass so der Titel des dritten Buches gefühlt schon so viel verrät, wenn ich das richtig interpretiere. Es ist so ein bisschen wie die Rückkehr des Königs beim Herrn der Ringe. Mal gucken, wie das so mit der weißen Wölfin wird. Und was mir gerade auffällt, in der Wölfin, in dem Wort, ist tatsächlich ein kleiner Wolf drin. Das ist ja geil. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, aber ich freue mich auf jeden Fall auf den Abschluss der Reihe. Dann habe ich ja bei Medimops bestellt und habe drei Bücher bestellt. Der Hauptgrund war ja, dass ich Der Berg gelesen habe von Dan Simmons, was mein letztes Subbuch von dem Autor war. Und nun ist Die Göttin des Todes bei mir eingezogen. Ein Buch, das mich mega angesprochen hat. Das ist nämlich ein Horrorroman, der, glaube ich, in Kalkutta spielt und er ein geheimnisvolles Manuskript erwirbt und er ist eben Amerikaner und er kehrt da im Grunde zurück, doch enthält das Manuskript eine Beschwörungsformel, mit der Hilfe man Kali, die indische Göttin des Todes und der Zerstörung auf die Erde, zurückholen kann. Und es heißt hier dann so schön, das Zeitalter der Kali hat begonnen. Und das ist wohl tatsächlich auch sein Debütroman, wenn ich das richtig gelesen habe. Und ich bin mega gespannt. Also mich hat das total angesprochen, angefixt. Und ich habe es mir dann für nicht mal 3 € bei Medimops ergattert. Es ist natürlich älter. Man sieht, es ist auch so eine alte Heine-Ausgabe, in denen ich ja auch einige Stephen King-Bücher dank meiner Mama hier habe. Aber ja, das tut dem natürlich nichts zum Abbruch. Ich bin mega gespannt und habe wieder einen Simmons auf dem Sub. Dann ist auch bei mir eingezogen Operation JFK von Riley und Brandt. Das möchte ich zusammen mit der lieben Paddy und dem lieben Thorsten lesen, denn wir haben auch schon Check von dem Autor ein paar gelesen. Hier haben wir ja so eine Zeitreisefirma, die Times Unit, die eben herausgefunden hat, wie man Zeitreisen kann und dass man da auch etwas bewirken, verändern kann. Und im ersten Teil waren wir eben in Zeiten von Jack the Ripper in London unterwegs und theoretisch sieht man jetzt hier schon am Cover, um was es um Operation JFK geht, denn es geht natürlich um den US-Präsidenten und die berühmteste Schauspielerin der Welt, was vermutlich Marilyn Monroe sein dürfte und was sie beide im Leben und im Tod eben verband. Ich bin sehr, sehr gespannt. Mir hatte ja der erste Teil wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich habe diese schlechten Rezensionen auf Amazon überhaupt nicht verstehen können. Vielleicht habe ich das Buch auch einfach nicht richtig verstanden. Wobei wir es alle drei wirklich sehr, sehr gut fanden. Sonst würden wir ja auch nicht die nächsten Band sozusagen dieser Reihe lesen. Ich weiß nicht, inwiefern man die getrennt voneinander lesen kann oder nicht. Ich glaube aber schon, dass es jetzt im Grunde eben einfach aufbaut aufeinander, dass man jetzt die Charaktere ja im Grunde schon kennengelernt hatte im ersten Teil und jetzt dann eben uns mal um John F. Kennedy kümmern. Und ich bin sehr gespannt, ob uns das gefallen wird und ob es irgendwie dann vielleicht auch nochmal weitergeht mit dieser Reihe und welchen Fall sich dieses Autorenpaar vielleicht als nächstes herausnehmen wird. Interessant wäre ja auch mal so ein 11. September, wie man das verhindern könnte.
oder auch nicht. Ich bin mega gespannt und es hat 4 Euro gekostet oder unter 4 Euro. Ich schreibe mir immer nur die ganzen Euro auf und war auch definitiv in gutem Zustand. So auch 1000 kleine Lügen von Lien Moriarty. Das hat 3,50 Euro gekostet oder 3,40. Aus diesem Buch wurde ja eine Serie gemacht, unter anderem mit Reese Witherspoon und Nicole Kidman und wie sie alle heißen, die auch einige Golden Globes abgestaubt hat. Und ich wollte diese Serie gucken und als ich dann aber sah, oh, es gibt ein Buch, dachte ich, Mensch, das Buch ist doch bestimmt viel, viel besser. Ich habe jetzt tatsächlich, glaube ich, unter dem Video von Medimobs von einer Zuschauerin die Info bekommen, guck erst die Serie und lese dann das Buch. Wahrscheinlich ist es dann weniger verwirrend, vielleicht auch so ein bisschen, wie es bei Game of Thrones der Fall ist. Ich muss mal gucken, was ich da tue. Vielleicht kennt ihr ja Serie und oder das Buch, dann könnt ihr mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht. Dennoch klingt das eben mega spannend, denn es braucht eben 1000 kleine Lügen, um den Schein zu wahren. Es soll unterhaltsam, fesselnd und intelligent gemacht sein. Und wir sind hier eben in einem idyllischen australischen Küstenstädtchen und ja, Jane flieht hier eben mit ihrem 5-jährigen Sohn dahin und dann plötzlich geraten 3 Frauen in den Strudel von dunklen Geheimnissen und ja, ich bin einfach mega gespannt, was das für Geheimnisse sind, was das für kleine Lügen sind und wo uns das Ganze hinführen wird und freue mich da auf jeden Fall schon sehr aufs Lesen. Und das letzte Buch, das bei mir eingezogen ist, ist ein Buch aus dem Drachenmond Verlag, welches mir auch von diesem zur Verfügung gestellt wurde und zwar Better Life, ausgelöscht von Lilith Korn. Es heißt hier direkt oben, schenken Sie uns Ihren Körper und wir schenken Ihnen 10 unvergessliche Jahre. Ein Buch, das ich schon ein bisschen länger auch auf der Wunschliste habe, ist, glaube ich, im letzten Jahr erschienen, wenn nicht sogar schon 2016, nein, sogar schon 15, aber ich glaube, letztes Jahr habe ich es entdeckt und es heißt hier so schön, Sie wollen einen Sportwagen, eine Villa am Strand, Frauen, Sex. Better Life bietet Ihnen all das und noch viel mehr. Denn Zoe entwickelt ein Programm, mit dessen Hilfe Erinnerungen gelöscht und ganze Persönlichkeiten neu programmiert werden können. Es soll dazu dienen, traumatisierten Menschen das Leben zu erleichtern. Doch Better Life nutzt Zoes neues Programm für eigene Zwecke. Erst als sie Paul begegnet, wird ihr das gesamte Ausmaß der Katastrophe klar. Doch da ist es schon zu spät. Gibt es noch eine Möglichkeit, diesen Albtraum zu stoppen? Und das fand ich wirklich super, super ansprechend, diese Idee, dass man eben Erinnerungen einpflanzen kann, wo dann der Mensch eben glaubt, dass er sie tatsächlich gemacht hat. Man kennt das ja ein bisschen anders mit in diesem Film von Jim Carrey und Kate Winslet, wie auch immer er hieß, den ich ja sehr, sehr geil fand, obwohl ich kein großer Jim Carrey-Fan bin, aber ja, Kate Winslet war da großartig. Und diese Idee, dass man eben Erinnerungen erhalten kann, die sich echt anfühlen, dass man da irgendwas im Kopf drehen kann, finde ich einfach mega spannend und finde, das klingt wirklich nach einer tollen Science-Fiction-Story und habe mich da sehr gefreut, als ja, das Buch so als Geschenk vom Drachenmond Verlag bei mir angekommen ist und ja, ich bin da auch mega, mega neugierig drauf. Und ja, wie so auf alle anderen Bücher auch in diesem Neuzugänge-Video, was im Februar doch wieder ein bisschen größer ausgefallen ist, als ich eigentlich ich wollte. Über den März, wo ganz viele Neuerscheinungen ja anstehen, die ich großartig finde, wollen wir gar nicht sprechen. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Vielleicht kann ich mich ja dafür dann so mit den gebrauchten Büchern so ein bisschen zurückhalten. Und natürlich hat die Tauschaktion, die ich euch im ersten Video vorgestellt habe und die Ausbeute daraus gezeigt habe, natürlich so ein bisschen was beigetragen, weil das waren ja, glaube ich, auch 6 oder 7 Bücher oder ja, 7 Bücher, die natürlich ungeplant mehr oder weniger bei mir eingezogen sind, auf die ich mich aber trotzdem freue. Und ja, ich bin sehr gespannt, ob ihr schon Bücher aus meinen Neuzugängen kennt, ob ihr ja mir dazu ein bisschen was berichten mögt, würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Oder vielleicht auch, welche Bücher so bei euch eingezogen sind und ihr gespannt seid, sie jetzt dann in den nächsten Wochen zu entdecken. Und ja, den ersten Teil findet ihr unten natürlich in der Infobox. Schaut da gerne nochmal vorbei. Und ich danke euch nun auch hier fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.